Tja, 1:1 gestern gegen die Spanier. Sebastian, klärt uns vielleicht mal auf, wo stehen wir? Vor allem, was bedeutet das für das Spiel gegen Costa Rica am Donnerstag? Ja, ganz klar. Müssen wir auf jeden Fall mal analysieren, ob das Ganze, Jimmy Hartwig, ehemaliger Nationalspieler, nun bei uns, unser Welt-WM-Experte, ob das Ganze jetzt so der Brustlöser für die deutsche Mannschaft sein kann. Wir haben wahrscheinlich mit eines, wenn nicht sogar das beste Spiel dieses Turniers bisher gesehen. Was glaubst du, was macht dieses Ergebnis jetzt mit der Mannschaft? Naja, bestes Spiel des Turniers ist schön, aus deutscher Sicht zu sehen. Ich habe schon ein paar andere gute Spiele gesehen. Natürlich, die deutsche Mannschaft hat jetzt aufgespielt, so wie sie spielen können. Was ich im Vorfeld schon gesagt habe, müssen gegen die Spanier spielen, draufgehen, dürfen sie nicht entwickeln lassen. Du hast ja gesehen, wenn du so spielen lässt, wie gefährlich sie sind. Und die Deutschen haben hervorragend gespielt, vorne draufgegangen, haben die Enge ganz dicht gemacht, wo die Spanier den ganzen Platz ausgenutzt haben und immer wieder draufgegangen sind. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wir haben gezeigt, dass wir kämpfen können. Wir können auch Tore schießen, Gott sei Dank Phil Krug. Aber man hat auch wieder gesehen, dass die Abwehr immer noch ein bisschen schwimmt. Süle, mein Freund Süle. Lass uns da direkt anfangen. Ja. Schauen wir einfach auf die Startelf, die Abwehrkette, die Vierer-Abwehrkette. Schlotterbeck raus, Süle also ins Zentrum. Ja, ja, gut. Würdest du jetzt die Abwehrleistung dieser vier einordnen? Ja, das ist in Ordnung. Der Süle hat ein bisschen geschlafen, hat ein bisschen eingeknackt wieder. Ja? Wenn ich weiß, ich habe einen Stürmer, einen Stefan Stürmer, der steht hier und ich habe den nicht im Blick, einen Weltklasse-Stürmer nicht im Blick und weiß, wenn der reinkommt, dass ein Joker ist, dass der die Nummer da reinhaut, da bin ich, ich sehe den periphere Sehen, lerne ich schon als in der F-Jugend. Wenn der kommt, gehe ich mit, bin ich einen Schritt schneller zu sein wie er, um dann ihn zu blockieren. Gut, es hätte passiert, hätte mir sagen können, das Mittelfeld hat nicht aufgepasst. Es darf nicht passieren. Er hat uns schon wieder das Knie gebrochen. Dieses Ding hat uns das Knie gebrochen. Raum, einer der besten Männer auf dem Platz, hat von links ist marschiert wie ein Pferd. Mein brauner Bruder Rüdiger hat wieder dargestellt, wie der Fels in Brandung, hat den Schaum vom Mund, der Spiele, Kehrer, der hat auf der rechten Seite auch alles weggeknallt, was es gibt. Dann mein Freund, ich gehe jetzt weiter, mein Freund Kimmich, mein lieber Freund, der hat endlich wieder gezeigt, was los ist, hat gebissen. Und dann hier Goretzka, best. Das ist schon so emotional Leader dieses Spiels. Natürlich, der hat auf der erste Spiel auf der Bank gesessen, der hat Schaum vom Mund gehabt, der wollte spielen, der war sauer. Ein Spieler, der nicht sauer ist auf der Auswechselbank in Deutschland, der kann nach Hause fahren. Er hat es gezeigt, dass es geht. Von Serge Gnabry bin ich immer noch nicht so überzeugt. Er kann noch mehr. Er kann noch mehr spielen. Er muss noch mehr seine Stärke aus 1:1-Situation muss reingehen. Das tut er zurzeit nicht. Das ist sehr schade. Gündogan hat mich überrascht. Ich denke, was ist los mit dem? Hat er diesmal keine Schlaftabletten gekriegt? Nein, er hat Aufputschmittel gefressen, glaube ich. Er hat gut gespielt, hat Ruhe reingebracht, intelligente Pässe gespielt, hervorragend intelligente Pässe gespielt. Dann das ist ja dieser junge Mann, der ist ins Herz gewachsen. Können wir froh sein, dass er sich für Deutschland entschieden hat? Ja, klar. Er hätte auch für England spielen. Ja, aber er hat alles richtig gemacht. England, Deutschland, der spielt für uns und spielt einen 19-jährigen Fußball. Wow, das ist die Zukunft, das ist unser nächster Weltklasse-Spieler, wenn er gesund bleibt. Und mein alter Freund Thomas, mein Golfkollege. Er ist ein bisschen untergegangen, finde ich, in den ersten beiden Spielen. Untergegangen. Also er läuft wahnsinnig viel. Untergegangen ist er nicht. Du siehst nicht, was er macht, die meisten. Der macht Wege auf, der macht die Lücken, der nimmt sie mit, der ruft, Mensch, komm zurück. Das ist der Dirigent. Den sieht man nicht, aber das ist einer der wichtigsten Leute im deutschen Team. Wir haben ja noch über zwei andere zu sprechen, denn ich finde, die beiden, die reingekommen sind, Hansi Flick, wechselte den Punktgewinn ein. Die ganz maßgeblich daran beteiligt waren, sind natürlich Niklas Füllkrug, vor einem halben Jahr noch zweite Liga mit Bremen gespielt, und Leroy Sané, der ein Tempo reingebracht hat, sondergleichen. Stammplatzgarantie für Costa Rica? Ich habe jetzt gemeint, du wirst darüber zum Christian deuten, weil das eingewechselt worden. Nein, Stammplatzgarantie. Weiß nicht, er kann gut von der Bank kommen. Man muss sehen, wie das Spiel entwickelt. Also ich werde jetzt nicht von Anfang an, weil die auch wieder hinter drin stehen, wie die Japaner, und dann wird das Spiel wieder ganz eng gemacht. Du musst wieder vorne locker spielen, wenn es am Ende wieder reinkommt, wenn er gebraucht wird, vielleicht spielt er auch. Du hast gesehen, wie frech der ist, was der für ein Selbstvertrauen hat. Der nimmt Musiala den Ball weg und sagt, gib die Stinger, schau den jetzt in den Winkel und haut das Ding in den Winkel rein. Das ist Ehrgeiz. Das sind Jungs, die brauchen wir in der deutschen Mannschaft. Und jetzt glaube ich, ich werde mich jetzt um Kollege Kramer, der ja bei der Kollegen Experte ist, sagen, jetzt sind wir auf dem Weg. Jetzt fängt die Maschine Deutschland langsam an zu laufen. Wenn wir gegen Costa Rica das Ding kriegen, dann wird es interessant. Dann haben wir diese, wie sagt man, ich weiß, das darf man um die Uhrzeit, darf man das sagen, ja? Dann haben wir diese Eier in der Hose und dann kann die Party losgehen. Ich freue mich drauf.
So, unser Welt-WM-Experte Jimmy Hartwig, also mit optimistischem Blick, glaube ich. Ja, natürlich, ich will ja noch öfters hierher kommen, Mensch. Dementsprechend schauen wir einfach mal, was das dann am Ende für die Ausgangslage heißt, wie wir überhaupt spielen müssen gegen Costa Rica. Da gucken wir eine halbe Stunde drauf. Ja, wir müssen aber auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen, weil, Jimmy, du weißt, wir haben gegen Franca schon wieder die Tippwette verloren, ne? Ja, ich muss das mal ansprechen. Du hast mich ja eben auch angesprochen, ne? Also muss ich jetzt mal ansprechen, dass wir jetzt schon zwei Essen für sie ausgeben müssen. Was ist mit dieser Frau los? Ja, ich weiß ja auch nicht. Das gibt's doch nicht. 2-1 gegen Ding, dann 1-1. Das gibt's doch. Ich sag ja, Frank kann nicht böse sein, was ich jetzt sage, aber ein bin auch mal ein Korn. Aber das ist noch. Das klippen wir. Jimmy, Sebastian, danke. Das wird gelöscht. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.